Das sind getrocknete Tomaten. Und aus den getrockneten Tomaten gibt es ein Fischfilet mit einer Avocado-Tomatenbutter. Und zwar alles zusammen, ja? Also alles zusammen in einer Pfanne. Ich zeige euch das mal. Und das ist jetzt völlig unabhängig, welchen Fisch ihr nehmt. Ja? Ich habe jetzt hier so einen Wolfsbarsch, aber das kann jetzt auch wirklich gut und gern ein Zander sein oder eine Forelle oder einfach ein frischer Fisch mit Haut. Leute, das ist eine kalte Pfanne. In die kalte Pfanne kommt Öl rein und dann der Fisch. Achtung, schau mal. Ich schneide den vorne mal so ein bisschen ein. So. Wenn man die Haut des Fisches einschneidet, brät er schöner und das unterliegende Fett brät besser aus. Achtung, der Fisch kommt in die kalte Pfanne. Und jetzt gebe ich es Power. So, Herr Supergescheit, Herr Produzent. Ja. Das weißt du nämlich auch nicht. Ja. Wenn man den Fisch in die heiße Pfanne legt, dann dreht er sich auf. Ja, es ist so. Auch bei Geflügel mit Haut ist genau das Gleiche. Wenn ihr das in die kalte Pfanne legt, dann bleibt das plan und die Fischhaut wird super, super, super kross. Okay? Verstanden? Ja. Sehr gut. Also, jetzt schön brutzeln. So, das dauert jetzt ein Weilchen, dann wird die Haut unten schön braun. Und in der Zeit schneiden wir die anderen Zutaten. Also, einmal haben wir ja die getrockneten Tomaten. Dann die schöne Avocado. Gewürfelt. Ja, die hat noch so ein bisschen Konsistenz, die ist nicht ganz so weich. In dem Fall ist es gut. Schöne Würfel schneiden. So, dann brauchen wir für das Ganze Limettensaft. Leg das einfach mal so hin. Das ist wie bei der Sendung mit der Maus. Ein paar frische Kräuter noch. Und Butter. Okay? Film das mal schön ab. So, schaut aus. Unserem Fisch geht's gut. Jetzt die Temperatur etwas reduzieren und dass der Fisch so unten so ein bisschen Farbe bekommt. Ja? Dauert eine Minute. Blitzpeng. So, einmal umdrehen. Jetzt schau mal her. Perfekt kross gebraten. Wie im Sterne-Restaurant. Perfekt kross gebraten. So muss es sein. Und jetzt kommt hier dazu die Tomate, die Avocado. So, und jetzt Temperatur, Maximum Power. Ich habe so ein tolles Induktionskochfeld. Und jetzt, Achtung, aufgemerkt, kommt ein Schlückchen Fischfond dazu. Zu dem Fischfond. Ja, wird warm gekocht. Ein Schlückchen Prosecco. So, ein paar Kapern könnte man noch reingeben. Und jetzt ist das Wichtigste, also wirklich bei maximaler Temperatur. Wirklich, ich habe auf super Boost gestellt, bei maximaler Temperatur den Fischfond und den Weißwein einreduzieren lassen. Ja, das geht schnell. Und dann kommt dazu, weil es eine Avocado-Buttersoße ist, schön kalte Butter. Und die Butter, die wird jetzt eingeschwenkt. Ah, das ist geil. So, die Butter wird eingeschwenkt. Ja, und hey, die Butter, die gönnen wir uns einfach. Das wird extrem geil. Die Butter macht natürlich das Ganze schön sämig, ja, dass das Ganze Konsistenz gewinnt. Schön immer schütteln. So, die Butter löst sich auf. So, die Soße hat eine gewisse Konsistenz. Und jetzt, pass auf, ich muss hier, halt mal drauf hier, Bernd, dass der Bub auch was verkauft. Hier, Avocado-Gewürz. Kommt natürlich in der Regel aufs Avocado-Brot, aber da gebe ich auch noch ein bisschen was rein. So, die Avocado ist lediglich Platzhalter. Ja, wichtig ist, wie mache ich so eine Buttersoße? Wie mache ich so eine Buttersoße? Und so funktioniert es. Die ist schön cremig, die schmeckt sensationell gut. Und ich muss euch sagen, das ist eine Hommage an meinen ersten richtigen Küchenchef, wo ich dann nach der Lehre war, in einem tollen Restaurant, in einem Sterne-Restaurant. Manfred Führer, der hat mir das damals beigebracht. Wir haben ganz viel so in dieser Art gekocht. Super genial. Probiert es einfach aus, ja, für das Grün vielleicht noch ein bisschen Petersilie mit dazu, auf den Tellerrand, just for the optic, noch ein bisschen Fleur de Sel, ein paar Kartoffeln dazu, ja, oder Reis dazu, oder Baguette, oder nichts, einfach ein Weißwein, so würde ich das machen, dann ist der Abend gerettet, saugeil. Blitzrezepte, à la Henze, hasta luego.